Aloha, werte Spieleflutsurfer! Hier ist wieder Amano mit einer neuen Folge zum Projekt Let's Feedback. Heute zum Kanal Möbius Gaming. Aber bevor ich jetzt den Namen benutze, um aufs Coverart einzugehen, wie ich das normalerweise zum Start jedes Let's Feedback Videos mache, muss ich hier ein klein wenig vorweg schicken. Denn ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit der Überlegung, ob ich diesen Kanal überhaupt Feedback oder nicht. Wie ihr mittlerweile wisst, wenn ihr Stammzuschauer dieses Projektes seid, mache ich nicht mehr jedes angemeldete Feedback-Video seit den Problemen, die ich vor 3-4 Wochen mit meinem Kanal hatte, die vielleicht mit den Feedback-Videos zu tun hatten. Meine, es ist eine Vermutung, hundertprozentig weiß ich es ja bis heute leider immer noch nicht. Und ein wichtiges Kriterium für mich ist es, dass ich dem jeweiligen Let's Player Feedback geben möchte zu seinem Kommentierstil. Weil sehr, sehr oft ist es doch so, man wurschtelt so vor sich hin als Let's Player und man hat dann Views oder keine Views. Man hat vielleicht auch mal ein paar Kommentare, aber so richtig, vor allen Dingen wenn es nicht läuft, hat man auch wirklich kein Feedback, warum es denn eventuell nicht läuft. Was denn vielleicht nicht gut ist, was man vielleicht verbessern könnte, vor allen Dingen besonders hinsichtlich des Kommentierstils. Und Möbius Gaming, das könnt ihr auch schon, ich gehe jetzt doch kurz darauf ein, hier an dem Coverart sehen, besteht aus 4 Leuten. SK, Huntrio, Forcefilly und Leofair. Zusätzlich haben sie noch eine weitere Person, der als Gast-Let's Player sehr, sehr viel hier auf dem Kanal unterwegs ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem Kanal zu tun, der nicht von einem Let's Player betrieben wird, sondern von 4, beziehungsweise 5. Aber diese 4, beziehungsweise 5, machen auch hauptsächlich nur Let's Play Togethers. Und das ist ein Problem für mich, für mein Feedback-Format. Denn es ist für mich ein komplett großer Unterschied, ob man alleine spielt oder ob man Let's Play Together macht. Meiner Meinung nach ist jeder Let's Player in einem Let's Play Together besser. Warum? Weil er durch die Interaktion mit anderen Let's Playern von diesen anderen Let's Playern getragen wird. Das heißt, jeder wird in einem Let's Play Together eine bessere Leistung abbringen als alleine. Das ist zumindest meine Theorie. Und wenn ich mir andere Let's Play Together Videos ansehe, ist es egal, ob von Möbius Gaming oder von welchem Kanal auch immer, dann wird meine Theorie da immer gestützt. So, wenn ich selber aufnehme, wird meine Theorie dort auch gestützt. Weil es ist einfach eine andere Atmosphäre. Es ist oft ein bisschen lockerer, es ist witziger. Von daher finde ich, Let's Play Together Videos und Solo Let's Play Videos kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen möchte ich Let's Play Together Videos auch nicht feedbacken. Weil das ist nicht die Leistung, die man da zeigt, die man zwingend auch alleine zeigt. Und das hat es mir hier bei Möbius Gaming sehr schwer gemacht, weil es fast eben nur Let's Play Together Videos gibt. Und die beiden Videos, die mir vorgeschlagen worden sind, von Leofair, auch Let's Play Together Videos waren. Deswegen habe ich mich auf dem Kanal sehr intensiv umgeguckt und habe gesehen, habe geschaut, ob es auch einzelne Let's Plays gibt. Und ja, es gibt tatsächlich sehr wenige, aber es gibt ein paar Let's Play Projekte, die nur Leofair gemacht hat. Und das habe ich mir jetzt rausgesucht, hier um diesen Kanal zu feedbacken. Das heißt, ich werde mit dem Kanal, mit der Kanalvorstellung an sich, die ist natürlich für den Kanal Möbius Gaming, wie ihr den hier auf YouTube seht. Aber die Videos, die ich euch zeigen werde und mein Kommentar, mein Feedback zu den Videos, bezieht sich auf die Projekte, die Leofair alleine gemacht hat, weil ich Let's Play Togethers rausnehme. Das war jetzt ein bisschen länger erklärt, als ich wollte, aber es ist auch eine generelle Erklärung drin für spätere Anmeldungen. Wenn ich da nochmal einen Kanal nicht mache oder einfach ein Let's Play Together Video nicht mache, nicht berücksichtige in dem Feedback, dann wisst ihr hier in dem Möbius Gaming Video direkt warum. So, musste jetzt mal raus. Also, Möbius Gaming. Cover Art. Wie gerade schon erklärt, man kann hier sehr gut sehen, dass es 4 verschiedene Let's Player sind. Wobei nicht direkt klar wird, dass es hier die Namen der Let's Player sind, aber das kann man dann doch relativ gut sich erschließen. Kanalname, Möbius Gaming, ist sehr wunderbar in der Mitte angeordnet. Und ist auch ein bisschen aufgelockert mit grafischen Effekten. Hier haben wir noch das A, was farbig ist. Nach dem Game ist vor dem Game. Ist scheinbar das Motto des Kanals. Und ich finde es halt toll, wenn man ein Kanalmotto hat, dass das dann im Coverart auch wieder auftaucht. So wie hier, das ist sehr schön.
Dann haben wir hier noch Epic. Excellent Players in Cooperation. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Also ich weiß noch nicht, ob das ein Netzwerk ist, das... Keine Ahnung, das weiß ich halt leider nicht, ja. Deswegen kann ich hier auch gar nichts dazu eingehen. Gar nicht darauf eingehen, meine ich. Und hier haben wir dann nochmal Möbius. Nicht mehr Gaming, sondern nur noch Möbius als Wort. Ist derselbe Schriftzug. Hier ist dann das B groß gemacht. Möbius Gaming ist ja hier das A gewesen. Als Avatar mit demselben Effekt drauf. Auch das finde ich sehr gut, weil es einfach, ja, so aufeinander abgestimmt ist und auch tatsächlich zueinander passt und nicht jetzt Coverart und Avatar voneinander total zerreißt und total trennt. Von daher ist das schon sehr schön. Coverart gefällt mir tatsächlich auch vom Design her ziemlich gut. Es ist zwar relativ dunkel gehalten hier an vielen Stellen, wenn ihr seht, wo der Mauszeiger ist, aber die hellen und sympathischen Stellen überwiegen so stark, dass es für mich überhaupt nicht negativ ins Gewicht fällt. Angegeben ist ansonsten weiterhin noch der Twitter-Kanal und der Twitch-Kanal. Dann immer eine Reise wert, andere Let's Player, die hier aufgelistet sind. Und auch hier an dieser Stelle, ich wusste nicht, dass ich hier gefeatured bin. Ich sage auch einen vielen, vielen und herzlich großen Dank an euch, dass ich hier gefeatured bin. Wusste ich nicht, finde ich aber sehr, sehr lieb von euch und ich hoffe, nach diesem Feedback-Video bleibt das auch noch so. Dann haben wir in der Blogform die Uploads. Und ich gucke gerade mal, ja, der Rest ist nebeneinander. Hatten wir ja auch schon mehrmals. Ich persönlich finde es nach wie vor gut, wenn alles gleich ist. Aber ich gebe zu, wenn am Anfang oder am Ende diese Blockform ist und sonst alles nebeneinander ist, dann stört es nicht wirklich stark. Also von daher kann ich das tatsächlich auch absegnen und kann damit leben. Dann haben wir Specials, News und Features, was erstens schon mal zeigt, dass hier auf dem Kanal deutlich mehr stattfindet als nur Let's Plays, nur mit großen Anführungszeichen natürlich. Die Playlist hier ist auf jeden Fall mit einer, na, das N nicht mitbekommen, jetzt das T nicht, egal, ihr wisst, was ich meine, mit einer Beschreibung versehen. PlayStation Plus Monthly haben wir dann noch, auch mit einer Beschreibung. Smite Guides, auch da wieder, alles mehr wert, nicht nur reine Let's Plays, Guides noch dazu mit Beschreibungen, Smite Gameplays und Let's Plays, Wildstar FAB Kids and Challenges, Stalled, also momentan pausiert, Popular Uploads und Liked Videos. Was ich wirklich schön finde, ist, dass hier deutlich mehr auf der Startseite geboten wird, als nur, wie man das standardmäßig kennt, Let's Plays oder Playlisten zu Let's Plays. Schön ist, dass alles wirklich mit der Beschreibung versehen ist, die Beschreibung auch nicht mehr Copy and Paste ist, sondern immer schön unterschiedlich ist, wirken eben auf das Projekt direkt bezogen. Popular Uploads hatte ich ja schon mal. Ich persönlich finde es eigentlich nicht so geil, wenn die Popular Uploads hier auf der Hauptseite gefeatured werden. Aber nun gut. Da kann man sich drüber streiten. Also als ich das erste Mal angemerkt habe, habe ich auch einige Kommentare bekommen von wegen, ja, das ist doch ein bisschen sehr kleinteilig von mir. Wie gesagt, ich persönlich mag es nicht. Aber hey, es ist eine Sache, die YouTube anbietet. Wenn man das machen möchte, soll man es machen. Mir persönlich gefällt es halt einfach nicht. Ja, Liked Videos kann man natürlich hier auf die Startseite packen oder auch nicht. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Es bietet halt Kritik an. Es bietet halt einfach an, dass Leute dann, mit denen man gut befreundet ist, zum Beispiel hier, diese Leute, die bei immer einen Reisewert gefeatured werden, sagen, ey, meine Videos sind aber nicht geliked. Du featurest mich, aber likest meine Videos nicht. Deswegen habe ich das bei mir privat gesetzt. Aber Quatsch, was rede ich denn da? Ich habe das bei mir gar nicht privat gesetzt. Aber es ist halt eine Gefahr, der ich mich dann quasi auch bewusst aussetze. Aber ja, man kann es natürlich anbieten. Komme ich ja darauf, dass ich das privat gesetzt habe. Meine Abos habe ich privat gesetzt. Genau. Aber nicht meine Liked Videos. So, die Videos, die wir hier jetzt haben, wie ich vorhin schon gesagt, hauptsächlich Let's Play Togethers. Wie sieht es denn mit der Aktivität aus? Was hatten wir vor einer Woche? Hier geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 Videos in einer Woche und wir haben aktuell in der laufenden Woche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, auch wieder 10. Das heißt, wir dürften irgendwo zwischen, sag ich mal, 10 bis 14 Videos wahrscheinlich pro Woche uns einpendeln. Das heißt, wir sind bei fast 2 Videos pro Tag. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Schnitt. Allerdings bei einem Kanal, der von 4/5 Leuten betrieben wird, auch durchaus zu erwarten. Okay, wenn natürlich alles Let's Play Togethers sind, dann vielleicht nicht mehr so dringend zu erwarten, aber auf jeden Fall ein sehr aktiver Kanal.
Wie sieht es mit den Thumbnails aus? Und Thumbnails sind tatsächlich, so wie ich das hier sehe... Ja, nee, doch nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Hier bei Smite wird sich das, da sieht man auch, wechselt sich das Thumbnail jedes Mal ab. Bei Plague Incorporated Evolved ist das Thumbnail tatsächlich immer gleich, wie ich sehe. Bei allen anderen, hier haben wir noch die extra Sachen hier, da haben wir noch ein Commentary und so, ist das Thumbnail auch immer gleich. Ja, man kann das natürlich projektbezogen unterschiedlich machen. Ich würde trotz allem vorschlagen, sich auf eine Art und Weise zu einigen. Und das meiste sind hier unterschiedliche Thumbnails. Da hätte ich also für Plague Inc. Evolved auch nochmal ein unterschiedliches Thumbnail jeweils genommen. Über die Art und Weise habe ich mich ja nun auch in epischer Breite ausgelassen. Deswegen hier ganz kurz unterschiedliche Thumbnails wie diese für Smite sehen hier auf der Übersichtsseite sehr durcheinander aus. Man kann halt direkt nicht viel erkennen, was zusammengehört und so weiter und so fort. Da jetzt hier hauptsächlich Smite stattfindet, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn man dann letzten Endes die Thumbnails neben einem Video hat, in der Übersicht, dann machen unterschiedliche Thumbnails, glaube ich, tatsächlich mehr Sinn als immer dasselbe Thumbnail. Achso, mal ganz kurz zurück, was ich gar nicht gesagt habe. Wie gefallen mir denn die Thumbnails? Mir gefallen die Thumbnails gut. Allerdings finde ich sie teilweise überladen. Zum Beispiel hier. Na klar, da ist der Folgentitel drauf. Das ist natürlich eine gute Sache. Hier auch, ja. Aber sie sind mir dadurch ein bisschen zu voll. Und, einfach ein bisschen zu überladen. Aber ansonsten von der Art und Weise und der Qualität her finde ich sie gut. Nur sind sie mir zu voll. Playlisten hatten wir ja vorhin schon auch gesehen. Natürlich gibt es Playlisten. Natürlich ist alles schön in Playlisten einsortiert, so wie es ja auch sein soll. Das heißt, hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Es findet sehr viel auf dem Kanal statt, wie man sieht. Und die Playlisten sind auch alle relativ gut gefüllt. 3 Videos mal natürlich nicht so wahnsinnig viel. Als auch pausiert worden ist. Das finde ich auch gut. Könnt ihr mal sehen hier. Guck mal hier. Bei The Stanley Parable steht abgeschlossen dann dahinter. Bei Projekt Epic steht auf Eis dahinter, also quasi pausiert. Das finde ich eine gute Sache, dass dann nachträglich das Ganze nochmal verändert wurde, dass man sehen kann, ist das Projekt fertig, ist es pausiert oder ist es noch aktiv. Finde ich schön, dass das auch nochmal angegeben wird. Hier die Kanäle, die gefeatured werden. Top Hats and Champagne, knapp 2000 Abonnenten, der größte. Ansonsten alles kleinere Let's Player. So soll es ja auch sein, dass man sich gegenseitig und untereinander hilft. Kanaldiskussionen werden gerade geladen und geladen und geladen. So, ich sortiere mal eben um. So, da haben wir, ja, da haben wir doch relativ viele auch Kommentare, die stattfinden auf der Diskussionsseite. Sehe aber auch, dass tatsächlich nicht für jeden Kommentar eine Antwort kommt. Und da könnte man vielleicht nochmal die Antwortschlagzahl ein bisschen erhöhen. Ich denke sogar, man sollte es, wenn ich hier auch gucke. Ja, das ist ein Jahr her. Aber ich finde halt, wie wir das bei den Videokommentaren nachher hoffentlich sehen, liegt daran, welche Videos ich mir ausgesucht habe, wenn jemand sich mit dem Kanal beschäftigt und hier auch einen Kommentar hinterlässt und es ist kein reiner Spam-Kanal, dann finde ich, sollte man auf jeden Fall immer antworten. So, wie sieht es mit der About-Seite aus? Wir sehen, dass der Kanal seit 1,5 Jahren bereits existiert, seit März 2013, 428 Abonnenten hat, 167.000 Views, ist natürlich ordentlich. Dann haben wir hier nochmal die vorhin genannten Links, die auch auf Coverart sind, zusätzlich hier die Google Plus-Seite. Hier geht es dann zu Projekt Epic, dürfte halt das auch sein, was dann doch hier auf dem Thumbnail steht, auf dem Coverart steht. Ich habe sie, wie gesagt, aber nicht angesehen. Vom Text her, hier ist eine kurze Erklärung, ne? 4 fröhliche Gamer und so weiter. Dann, wer sind die Leute, die hinter dem Kanal stehen? Wo kommen wir her? Wie sind wir drauf? Dann ist hier nochmal der Dauergast erwähnt. Ich sagte ja 4/5 Let's Player, 4 Let's Player, die wirklich zu Möbius Gaming gehören und ein Fremder, der aber als Dauergast auf dem Kanal ist. Dann steht ja auch, womit gerechnet werden muss, eine Menge Smite. Dann, dass jeder Let's Player so seine eigenen Sparten hat, das finde ich auch sehr schön, dass man halt direkt sehen kann, was man von wem sozusagen erwarten hat. Ich finde,
Ist auf jeden Fall von der Art und Weise gut gemacht. Alles, was man so wissen möchte, steht drin. So soll es beim About ja auch sein. Was mir fehlt, ist ein bisschen die persönliche Ansprache. Das ist aber nur ein Tipp oder ein Hinweis und nicht wirklich ein Kritikpunkt. So, ich befürchte, ich habe jetzt für diesen ersten Part viel zu lang geredet. Deswegen springen wir auch ganz schnell zu den Videotiteln und Beschreibungen. Die Videotitel bzw. die Beschreibung. Das ist jetzt das, was wir uns als nächstes ansehen werden. Wie gesagt, ich habe mir Videos rausgesucht, die nur von LEGOfair gespielt worden sind, also keine Let's Play Togethers. Rausgesucht habe ich mir hier Plague Inc. Evolved, Nummer 14, Gedankenstrich Pirate Plague, Eckelklammer auf German, Let's Play Guide Strategy und Space Marine Nummer 007, Orc Battleship Bosskampf, wieder in Eckelklammern German und Gedanke des Tages. Wie man sehen kann an dem roten HD, das Video ist mindestens in Full HD verfügbar. Welche Formate haben wir komplett? Hier haben wir bis zu 1080p und hier bei Plague Inc. haben wir sogar 1440p. Mit 1440p gibt es natürlich ein kleines Sternchen. Ansonsten sind die Videos in Full HD verfügbar, so wie ich das heutzutage auch erwarte von jedem, der Videos auf YouTube macht. Alles darunter ist einfach heutzutage nicht mehr Standard und nicht mehr zeitgemäß. Die Titel sind fast genauso, wie sie sein sollen. Am Anfang steht der Name des Spiels, hier bei Space Marine ebenso. Dann die Folgennummer, finde ich also dass der Name des Spiels am Anfang steht, so soll es auch genau sein. Dann die Folgennummer, dann hier der Folgentitel. Warum hier zum Schluss nochmal Gedanke des Tages steht, oder hier Guide Strategy, muss man halt schauen, ob es wirklich Guide oder Strategy ist. Denn wichtig ist, dass man hier nicht einfach alles reinschreibt, was auch nur irgendwie passt, um eventuell sein Video zu pushen. Kann man machen, weil es dummerweise auch funktioniert, aber wenn man das macht, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass man damit gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen verstößt, weil das von YouTube sogenannter Misleading Content ist. Also Misleading Content, wie übersetze ich es am schönsten auf Deutsch, in die Irre leitender Inhalt. Ja, also Inhalt, der etwas anderes vorgaukelt als das, was er wirklich ist. Zum Schluss Let's Play, finde ich auch genau richtig. Was mir nicht gefällt und was ich auch ändern würde, ist hier in eckigen Klammern in German. Warum? Ganz einfach. Jemand, der Deutsch nicht kann, der wird dann hier das German lesen, wenn er es denn findet, und wissen, aha, das ist in Deutsch, das kann ich nicht, dann brauche ich mir das Video gar nicht erst anzusehen. Jemand, der aber Deutsch kann, der wird auf YouTube nicht nach Let's Play Plague Inc. Evolved German suchen. Warum solle er denn nach dem englischen Wort German suchen, um ein deutsches Let's Play zu finden? Der wird also ganz bestimmt Let's Play Plague Inc. Evolved Deutsch oder Plague Inc. Evolved Gameplay Deutsch. Das wird er noch in die YouTube-Suche eingeben. Und wenn dann hier German als Tag steht, verringert das die Chance, dass das Video mit dieser gerade genannten Suche gefunden wird. Ich würde also jedem empfehlen, German nicht hier oben reinzusetzen, sondern Deutsch dorthin zu schreiben. Ich bin zwar auch kein YouTube-Spezialist, aber das ist zumindest meine Auffassung, wie ich diese ganzen Sachen verstehe, dass mit German hier man sich selbst, jetzt hätte ich beinahe etwas gesagt, was umgangssprachlich ist, wie soll ich es anders sagen, sich selbst schadet. Klingt immer noch besser, als sich selbst ans Bein zu. Ne? Genau, ihr wisst Bescheid. Wie sieht es mit der Beschreibung aus? Was mich überrascht, ich hätte jetzt damit gedacht, gerechnet, wenn ich ehrlich bin, ich hätte gedacht, dass hier die Beschreibung tatsächlich doch mehr so passt oder mehr so ist, wie sie sein sollte. Das ist sie nicht, das überrascht mich jetzt gerade. Wir haben hier in Fließtext eine Information, worum es um diese Folge geht. Oh, ich habe Luft eingeatmet. Ich muss mal ganz kurz... Aha! So. Entschuldigung. Also, wir haben ja einen Fließtext, worum es in der Folge geht. Und nochmal auf Englisch einen Fließtext als Information, was denn das Spiel ist. Dasselbe haben wir dann so ähnlich auch bei Space Marine. Da fehlt halt der Text auf Englisch. Da ist halt hier die Information, worum es in der Folge geht. Hier ist mal der Gedanke des Tages. Und hier ist die Information zum Spiel, die jeweils aus diesen Links kommen. Das ist schön und gut. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so, wie es eigentlich sein soll. Denn die Beschreibung sollte in der Tat komplett optimiert sein, sowohl SEO optimiert als auch für die YouTube-Suche optimiert. Das bedeutet, am Anfang sollte auch hier, wie beim Titel, das stehen, was am wichtigsten ist, der Name des Spiels. Dann sollten
ausgehende Links drin sein. Da reicht nicht nur unbedingt dieser einer. Da sollte schon ein bisschen mehr als nur ein ausgehender Link drin sein. Dann die Social Media Profile, Informationen über den Publisher, über den Entwickler. Allein, dass er vom Namen genannt ist, wäre super. Dann kann man natürlich noch einen Link auch setzen, wo man sich das Spiel kaufen kann. Das ist halt auch ein Service für die Zuschauer. Aber die Beschreibungen hier, die sollten tatsächlich anders sein als nur ein Fließtext. Das ist, immer wieder muss ich es so ausdrücken. Ein Fließtext, so wie das jetzt hier ist, ist schön und gut für die Zuschauer. Auf jeden Fall. Aber es ist überhaupt nicht so, wie YouTube eigentlich funktioniert. Denn für YouTube wäre jetzt das wichtigste Wort in der Beschreibung Yar. Das Piraten Yar. Das ist ja nicht so, wie es sein soll. Oder hier nach. Beziehungsweise, wenn du dann die Keywords nehmen willst, nach dem zweiten Anlauf. Wenn jemand also Anlauf, Stabhochsprung, Anlauf, Verbesserung sucht, dann ist die Chance groß, dass er dieses Video findet. Und wenn er das dann findet, ist es nicht das, was er will und wird vielleicht sehr schnell abbrechen. Oder es sogar negativ bewerten. Von daher sollte die Beschreibung tatsächlich von Möbius Gaming für alle Videos nochmal, wenn das immer so ist bei diesen Videos, bei diesen beiden wie bei den anderen auch, überarbeitet werden. Hier bei Plague Inc. haben wir Kommentare, ich sortiere eben auch nochmal um. Und zwar haben wir hier einiges an Kommentaren und die werden auch immer beantwortet. Genau. Und so wie hier die Sachen immer beantwortet werden, so hätte ich es mir auch auf der Kanaldiskussionsseite gewünscht. Sobald ein Kommentar kommt von irgendjemandem, sollte man sich definitiv die Zeit nehmen und auf diesen Kommentar auch zu antworten, weil das hat derjenige dann ebenfalls verdient. So, jetzt schaut ihr euch zusammen mit mir jeweils zwei Videos aus diesen beiden Videos an. Zwei Minuten aus diesen beiden Videos an. Denkt daran, sind Solo-Videos von Leo Fair. Ist also nicht repräsentativ für den Kanal Möbius Gaming, aber es ist das Einzige, was ich herannehmen konnte für mein Feedback. Ich wünsche euch deswegen damit viel Spaß. Wir haben fast 200 Punkte. Schön. Na und ja, damit haben wir jetzt bald die ganze Welt fertig. Na, hier jetzt nochmal Angola. Und wir haben 201 Punkt. Wir müssen evolven, um zu töten. Nein, müssen wir gar nicht. Wir sind nämlich der super Kid, der super tolle Superwurm. Und übernehmen nämlich gleich wieder die Menschheit einfach. Ja, hier nochmal nach Angola. Schön. Ja, das sind jetzt hier 1 Million Leute, die jetzt hier sind. Nochmal so ein Flugzeug. Ihr seht, jetzt geht hier die Zahl noch schneller hoch. 2 Millionen Leute. Es sind ja nur noch die Leute hier. Ne? Und es geht ja immer schneller, umso mehr wir haben. Und ja, einfach jedes Flugzeug jetzt hier immer hin. Obwohl, ich brauche die Flugzeuge da gar nicht mehr hinpacken. Es gibt jetzt gerade diese Sprünge, wie ihr seht. 5 Millionen. Ne? Dann sind wir auch jetzt schon bei 6 Millionen. Ne? 7. Och, es geht ja immer flotter. 8, 9. Und dann haben wir die kritische Masse überschritten, sodass mehr Leute krank als gesund sind. Und das ist natürlich das Fatale hier, ne? Ja, Leute, das ist halt der Nachteil von den Piraten aufgehoben, ne? Arr, brauchen wir gar nicht, wenn wir diese Flugzeuge haben, ne? Ich möchte die Bubbles aber gar nicht da rumhüpfen lassen. Okay, there are no healthy people left in the world und wir machen mal Evolve, Adoration, Hingabe und Transzendenz entwickeln. Und damit hat sich das schon erledigt. New Minor Disease Spreading. Und wie sie sich jetzt alle gleichzeitig entwickeln. Ja, Enslaves Humanity. Damit haben wir auch gewonnen. Das ist die Anti-Piraterie-Verordnung für den heutigen Tag. Zumindest was unechte Piraten ohne eine Augenklappe und einen Hakenarm angeht. Arr. Na, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt bitte Polly immer einen Cracker und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Bürger des Imperiums, hier ist Leo Fair von Möbius Gaming und zusammen mit Captain Titus werden wir jetzt diese Ork-Bedrohung in ihre Schranken verweisen. Dazu aktivieren wir den Plasmawerfer hier vorne, den der Imperator in seiner Weisheit für uns hier zur Verfügung gestellt hat. So. Jetzt müssen wir uns aber erst ganz kurz wieder zurückziehen. Hier hinten hin.
Ja. Doch leider sind Orks, nein, oder besser gesagt, zum Glück sind Orks nur lausige Schützen. Und deswegen können wir uns hier hinter auch richtig gut verstecken. Ja. Kleine Kampfrolle, so. Und gleich müsste eigentlich so diese Ork-Schar irgendwie kommen. Bam! Okay, wir nehmen kurz Anlauf. Aktivieren den. Oh, was soll das denn? Ich habe doch diesen Super-Modus da, Super Saiyajin-Modus aktiviert. Ah! Ja, kein Wunder, dass Leute da zum Chaos verfallen. Wenn man ständig diesen Modus nicht aktivieren kann. So. Aber das wäre ein theoretischer Gedanke und den haben wir natürlich nicht. Zack. So, meine lieben Spieleflutsurfer. Da sind wir dann auch zurück von den beiden Videos von Leofair, nicht von Möbius Gaming. Hier nochmal der Hinweis, die beiden Videos sind nicht wirklich repräsentativ für den Kanal Möbius Gaming, weil dort eigentlich fast ausschließlich Let's Play Togethers stattfinden. Deswegen ist das, was ich jetzt sagen werde, mein Feedback, also auch für Leofair selbst repräsentativ oder zumindest für das, was wir gerade gesehen haben und nicht für den ganzen Kanal. Bedenkt das also bitte bei allem, was ich jetzt sage. Ich versuche es wieder in zwei Sachen zu unterteilen, einmal Technik und einmal der Let's Player selbst, also der Kommentierstil. Von der Technik her gab es hier einiges, was mir nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Und zwar, was mir nicht gefallen hat, war erstens die Abmischung zwischen Spielsound und deiner Stimme. Ich fand den Spielsound zu laut. Vor allen Dingen bei Space Marine, bei Warhammer, hat man das ziemlich gut gemerkt. Es ist schon so, dass du noch zu verstehen bist. Aber man muss sich relativ stark, vor allen Dingen wie gesagt bei Space Marine, sehr stark konzentrieren, damit man dich überhaupt noch über den ganzen Kampfeslärm hinweg hört. Da würde ich dir also empfehlen, dass du den Spielsound doch bei der Aufnahme für das nächste, was du machst, leiser stellst oder eben in der Nachbearbeitung nochmal ein bisschen leiser ziehst. Je nachdem, wie du das getrennt hast bei der Aufnahme oder wie du es in der Nachbearbeitung trennen kannst. Ebenfalls war die grafische Qualität hier von Space Marine, muss ich leider sagen, echt scheiße. Obwohl es in Full HD war. Aber das hat auch mit Full HD jetzt gerade gar nichts zu tun, sondern die grafische Qualität war deswegen scheiße, weil bei der Aufnahme was schiefgegangen sein muss. Anders kann ich es mir nicht erklären. Du hast so eine unglaublich starke Treppchenbildung plus Schlierenbildung in deinem Video, da muss was schiefgegangen sein bei der Aufnahme. Ich kann nicht genau sagen, was. Meine erste und gröbste Vermutung ist tatsächlich dasselbe, was ich bei ARC Games letztens gesagt habe, nämlich, dass du nicht mit der FPS, also Frames pro Sekunde, / Bilder pro Sekunde, Zahl renderst, wie du es aufgenommen hast. Und nämlich, dass du mit weniger Frames pro Sekunde renderst, als du das Spiel aufgenommen hast. Und zwar bei dir muss es doch relativ deutlich sein, denn du hast sobald du stillstehst, du kannst dir dein ganzes Space Marine Video mal angucken. Ich habe es mir ja auch komplett angeguckt. Sobald du stillstehst, ist das Bild in Ordnung. Sobald du dich bewegst, sobald also tatsächlich der Bildaufbau etwas schneller ist, als beim stehenden Bild logischerweise, sobald du dich bewegst, geht es los mit den Schlieren und vor allen Dingen bei dir sogar mit der Treppchenbildung. Du hast auf dem Schiff einige Spitzen. Sie sehen so ähnlich aus wie Turmspitzen. Wenn du dir dein Video nochmal anguckst, ein Auge drauf hast, was dort an Treppchenbildung stattfindet, das ist echt extrem. Und dadurch ist es so, dass für den Zuschauer, dass einfach, es sieht die ganze Zeit verwaschen aus, es sieht die ganze Zeit unscharf aus, plus die Details verschwinden auch ein wenig. Das macht es leider ungenießbar. Das muss ich leider so hart sagen. Also dieses Video hätte ich mir nicht angucken müssen. Das Video von Space Marine. Ich hätte es mir nicht angeguckt, weil die Videoqualität einfach zu schlecht ist. Das kann eine Ausnahme sein, ja, weil dir da was schiefgegangen ist beim Aufnehmen selbst oder beim Schneiden oder beim Rendern.
Aber falls das öfter bei deinen Videos der Fall sein sollte, da guck halt hin, da musst du dringend in deinem Programm was umstellen oder eben bei deiner Art aufzunehmen. Ansonsten war das technisch okay, man hat nämlich vom Mikro kein Rauschen gehört, man hat keine Hintergrundgeräusche gehört und ja, von Full HD habe ich ja gesagt, immerhin in Full HD Auflösung ist das Ganze verfügbar, teilweise sogar über Full HD, da kann man nicht dran meckern. Vom Kommentierstil her, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Leo Fair von Möbius Gaming auf keinen Fall auf den Mund gefallen ist. Er hat meistens, also es gibt kaum Stellen, wo er schweigt. Das kann eventuell auch mal ein bisschen zu viel sein. Bei so einem Spiel wie Plague Inc. ist es auch notwendig, dass er da viel erzählt, weil das Spiel an sich ja eigentlich so gut wie gar nichts hergibt. Bei Space Marine gibt es durchaus auch Situationen, wo man mal ein bisschen die Klappe halten kann oder nicht permanent reden muss. Denn wenn du permanent redest, passiert dir auch doch relativ oft so, vor allen Dingen bei Plague Inc. gesehen, dass du sehr viele lautmalerische Wörter reinbringst, wie zum Beispiel ne, ne, vor allen Dingen dein Lieblingswort ist das ne, das bringst du sehr, 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 sehr oft rein und fast sogar so oft, dass ich es als störend empfunden habe. Ich finde was sehr Gutes, das merkt man vor allen Dingen bei dem Ausschnitt, den ich gerade auch gewählt habe von Space Marine, dass Leo Fair Hintergrundkenntnisse mitbringt. Das heißt, er weiß, wovon er redet. In seinem Kommentierstil, besonders bei Space Marine, sind so kleine Insider-Witze. Von wegen, aber dieser Gedanke wäre ja heretisch, das wollen wir ja nicht. Wenn jemand jetzt keine Ahnung hat von Warhammer 40k, weiß er überhaupt nicht, heretisch? Hä? Wie jetzt? Aber jemand, der halt das Universum kennt, der schmunzelt an der Stelle. Das ist halt cool und das finde ich halt schön, dass da eben kleine Witzchen mit drin sind, die tatsächlich auf das, was man sieht, auch abgestimmt sind. Aber ich finde, dass da stellenweise trotzdem Längen entstehen. Besonders bei Plague Inc. Du hast dich bei Plague Inc. sehr, sehr oft wiederholt mit dem, was du sagst und es war oft auch nicht kongruent zu dem, was du gesagt hast. Plus, ich kenne Plague Inc. Evolved jetzt nicht. Und ich habe mir natürlich auch die vorherigen Folgen nicht angesehen, sondern nur dieses eine Video. Und was du da mit dem Wurm gemacht hast, mit deinem Virus, also wie du ihn hast mutieren lassen, das hast du so schnell gemacht und auch komplett ohne Erklärung, ich habe überhaupt nicht gesehen, was da passiert. Für mich, wenn ich jetzt nur dieses Plague Inc. Evolved Video nehme, da habe ich ein Spiel gesehen und der Spielinhalt war... Wir haben eine grüne Weltkarte und die grüne Weltkarte wird irgendwann rot, weil wir Flugzeuge durch die Gegend schicken. Mit Viren. Aber warum? Und ob das alles richtig gemacht ist? Was da die Herausforderung war? Und wo waren die Piraten? Also ich habe nichts verstanden. Gar nichts. Ich habe dir zwar zugeguckt und dir zugehört, aber was da wirklich im Detail passiert ist beim Spiel, habe ich nicht verstanden, weil du einfach nichts erklärt hast. Vielleicht hast du das in den vorherigen Folgen des Let's Play-Projektes ausführlich gemacht, sodass ein Stammzuschauer genau weiß, was dort passiert. Aber jemand, der neu reinkommt, so wie ich jetzt, der hängt völlig in der Luft. Der weiß überhaupt nicht, was passiert. Da du aber ja eine neue Runde angefangen hast und das im Gegensatz zu einem zusammenhängenden Storyspiel, anders. Der Amano muss es anders sagen. Beim zusammenhängenden Storyspiel, das kann man nicht bei jeder Runde, bei jeder Folge neu erklären, was passiert ist und wie das Spiel funktioniert. Aber hier scheint es ja so zu sein, dass du in einer Viertelstunde einfach mal irgendwie eine Runde Plague Inc. spielen kannst. Und da würde ich es mir dann definitiv wünschen, dass du eben zumindest ein bisschen mehr erklärst, falls jemand nämlich neu reinkommt. Weil er hat die Möglichkeit, mit einer neuen Folge einzusteigen, was beim Storyspiel einfach nicht gegeben ist. Ansonsten, du setzt auf jeden Fall deine Stimme passend ein, das heißt, ich hatte hier auf jeden Fall die Wellenform, ich fand deine Stimme auch nicht langweilig, ich konnte ihr schon ganz gut zuhören, Aussprache war ebenfalls in Ordnung, mir war sie ein bisschen zu sehr Gamer bezogen, das heißt, du mischt zu viele englische Ausdrücke in deinen deutschen Kommentar rein, das kann man aber relativ leicht wieder ausbügeln, indem man sich ein bisschen mehr konzentriert, was man sagt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, so wahnsinnig begeistert war ich persönlich von deinen zwei Videos, die ich gesehen habe, nicht. Ich fand sie auch nicht schlecht, aber sie haben mich auch nicht umgehauen. Sie waren halt okay, muss man sozusagen. Okay ist oft ein blödes Wort, oft aber auch in Ordnung. Man kann auch sagen, okay ist Durchschnitt.
Also ich fand's halt nicht scheiße, was du jetzt hier gemacht hast oder was wir gesehen haben, aber ich fand's auch nicht super. Aber denkt halt dran, das waren jetzt die beiden Videos von Leofair und das war sein Solo-Auftritt und hat nichts damit zu tun, wie halt die Videos auf Möbius Gaming sind. Mit der Vorgeschichte, die ich euch am ersten Teil des Videos gesagt habe, müsst ihr euch wahrscheinlich selber noch ein bisschen mehr ein Bild davon machen, ob euch der Kanal gefällt. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr selbst auf Möbius Gaming gehen und euch ein paar von den Let's Play Together Videos angucken, um zu entscheiden, ob ihr diesen Kanal abonnieren wollt oder nicht. Deswegen würde ich euch auch einfach dahin schicken. Ja, macht das mal. Den Link zu Möbius Gaming findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch das dann gefällt, dann lasst ihn doch auch ein Abo da. Lasst auch mir ein Abo da, wenn euch diese Feedback-Videos gefallen, beziehungsweise wenn euch generell gefällt, was auf meinem Kanal passiert. Und ein Daumen hoch kann auch nie schaden. In der Videobeschreibung findet ihr ebenfalls einen Link zum Let's Play Forum. Dort könnt ihr euch, wenn ihr selber Let's Playerin oder Let's Player seid, anmelden. Bekommt ihr auch Feedback, aber wenn ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, wisst ihr ja, Let's Play Together, das mache ich nicht. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Spiel. Euer Amano.